So da, wenn ich immer davor rede, es rennen einige Dinge im Hintergrund, dann veröffentliche ich jetzt einmal eins von den Dingen. Gestern war beim Sozialgericht der Verhandlungstag. Geht dort ursprünglich um HOG-VOG. Wenn ich immer sage, Verfassungswidrigkeit, Gleichheitsgrundsatzwidrig und, dann trifft es ja da auch zu. In dem Sinn, dass sie das HOG eingeführt haben, das VOG gestrichen für Heimkinder bis 1999 und das HOG minderwertiger ist und andere Dinge, die beim HOG, die es beim VOG gibt, beim HOG auch nicht gibt. Das haben sie auch schon brav ausgeschlossen. In dem Sinn also habe ich einen Antrag gestellt bei der BVA auf eine neue Festsetzung der Berechnungsgrundlage, habe dann in dem Sinn argumentiert, gleichheitsgrundsatzwidrig und dass das halt minderwertiger ist. Daraufhin und habe eine bescheidmäßige Antwort verlangt. Daraufhin hat von den gesetzlichen Voraussetzungen die BVA jetzt die Möglichkeit, innerhalb von 6 Monaten einen Bescheid auszustellen. Jetzt muss man nur wissen, was es HOG betrifft, ist die BVA weisungsgebunden ans Sozialministerium, also heißt so viel wie. Normal hätte die BVA das weiterleiten müssen an Sozialministerium. Und dann Absprache, wie auch immer, dann hätte in dem Sinne einen Bescheid innerhalb von 6 Monaten kriegen sollen, theoretisch. Also so steht es eigentlich im Gesetz und die Behörden sind verpflichtet, auf Antrag einen Bescheid auszustellen. Das ist aber nur die Theorie, dass in unseren Geschichten, nicht nur in unseren, aber jetzt geht es jetzt hauptsächlich um unsere, machen was wollen, ist jetzt auch nichts mehr nix. Gut. Also nachdem die 6 Monate um waren und ich keine Antwort gekriegt habe, ist die nächste Schrittfolge ein sogenannter Devolutionsantrag beim zuständigen Gericht. In dem Sinn, da ist das zuständige Gericht das Sozialgericht. Dann habe ich den Devolutionsantrag eingebracht. Ich habe schon vorher ein Manuskript ausgearbeitet gehabt, wo ich mir die ganzen Völkerrechtsverträge, Urteile und was ich was alles zusammentragen habe, was ich so in den letzten Jahren gelesen habe, also dass ich auch weiß, von was ich rede. Das sind ungefähr 195 Seiten. Die habe ich beim Devolutionsantrag dazu geschickt. Ein paar Gesatzl noch davor hingeschrieben, dass ich weiß, das Wissen, auf was ich mich berufe. Der Richter oder die Richterin sollen ja wissen oder müssen ja wissen, um was im Prinzip geht und warum ich die Klage eingebracht habe. So, das habe ich hingeschickt. Dann habe ich noch vorher, bevor die Verhandlung war, eine schriftliche Aussage gemacht zur Verhandlung. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, da ja normal bei Gutachter und Gerichten immer diese Dickstörungen auffangen, weil das für mich eine totale Stresssituation ist. Also das sind eine von den Stresssituationen, habe ich das eben schriftlich gemacht und habe den Antrag gestellt auf wörtliche Protokollierung, weil es ist ja in dem Sinn immer so, weil selber bei einer Verhandlung schon war, da hat der Richter, die Richterin das Diktiergerät und dann sprechen sie ein paar Sätze ein. In dem Sinn, und das wird dann angeschrieben und oft ist ja so, dass der ganze Inhalt ja dann eigentlich gar nicht vorkommt, was du vor Gericht sagst. Das ist ja gesetzlich gedeckt, müssen sie auch nicht. In dem Fall jetzt, ich habe extra den Antrag gestellt, auf wörtliche Protokollierung ist das ein bisschen anders, dass wirklich darum geht. Das ist eine Zusammenfassung ungefähr auf 28 Seiten, ein bisschen noch AVG dabei, dass wir wissen, dass die Forderung oder die Klage nicht unberechtigt ist und somit ist das Aktenbestandteil, kann die Richterin auch jederzeit dann nachlesen bei der Urteilsfindung und das habe ich eben schon vorher weggeschickt, eben wegen die Ticks. Ich habe mich dann, wie ich dann gestern vor Gericht gestanden bin, weil ich eine Zeit lang vorher dort war, habe ich gemerkt, dass das scheiße, die Ticks fangen wieder an und diesmal wollte ich mich wirklich vernünftig verteidigen können. Und dann habe ich mir eben schon so Ambrazolan, weil das ist das Einzige, was ich jetzt erkenne und das, was mir hilft, das unterbindet dann die Ticks, habe ich mir halt vorher ein bisschen reingehauen. Noch mein Geblabbel kommt dann auch die Audioaufzeichnung von der Verhandlung, da hört man dann auch am Anfang, da hat das Medikament noch nicht so gewirkt, sind noch ein paar Ticks da, aber das ist dann weggegangen, weil dann das Medikament zum Wirken angefangen hat.
Warum ich das auch jetzt da veröffentliche, das kann man dann eh hören auf der Audioaufzeichnung, weil da ist die ganze Verhandlung, die angesetzt war für eine Stunde und dann 20 Minuten dauert hat, circa, ist das gekommen, was ich mir ja ungefähr eh erwartet habe, in dem Sinn, dass du deine Sachargumente in der Form ja gar nicht so vorbringen kannst, weil sie immer versuchen zum Odran und das sieht man dann eh oder hört man dann eh auf der Audioaufzeichnung, dass das passiert. Und wenn du dann auf ein Gesetz berufst, in dem Sinn, was ja auch logisch ist, weil ich muss ja begründen können, warum mache ich irgendwas oder warum sage ich das, dann sage ich eben da das und das und das. Und dann fühlt sich die Richterin gleich irgendwie auf den Schlips getreten, weil sie hat mir dann erklärt, sie braucht keine rechtliche Belehrung. Ich nehme schon an, dass sie rechtskundig ist, weil sonst jetzt kann der Ladrung und im Gerichtssaal sitzen als Richterin. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass ich auf Grundlage der Gesetze das nicht vorbringen kann. Also von einer, sagen wir mal so, ich muss ja nicht keinen Roman dort erzählen, aber zumindest, dass ich die wesentlichen Punkte auch vorbringe, habe keiner jetzt auf was meine Klage beruht und auch zu argumentieren, das hat es natürlich nicht gespielt, war mir eh klar, darum habe ich auch die schriftliche gemacht, nicht nur wegen den Dicks, dass das eben noch einmal festgehalten wird, weil in der Theorie, also wir gehen immer, der Rechtsstaat ist eine Theorie oder ein Satireprojekt. Und in der Theorie müsst ihr ja die ganzen schriftlichen Vorlagen dann dort eigentlich verarbeiten und dann zu ihrem Schluss kommen. Es hat mir irgendwie ein bisschen den Eindruck gemacht, dass da eine gewisse Unwilligkeit herrscht. Kann es dann jeder selber anhören. Also war zumindest mein Eindruck. Und dass es auch gar nicht gewollt ist, dass man sozusagen alles vorbringt, was zum Vorbringen ist und auf welche Punkte man achten sollte. Wie weit es im Verfassungsrecht, also vom Studium her gibt es eine Grundausbildung, da ein bisschen verankert ist, aber ich habe ja die Gesetzestexte und eh alles mitgeschickt. Sagen wir mal so, da habe ich auch irgendwie leichte Schwächen anscheinend erkannt. Dann hat die BVA in ihrer Klagsbeantwortung im Prinzip einen Zweizeiler geschrieben und hat nur darauf geschrieben, so nach dem Motto, ich habe gegen den Bescheid vom Hock, habe ich nicht keine Berufung gemacht, so auf die Art gescheißen. So einfach ist das natürlich nicht, weil ja das Hock zum einen einmal den Völkerrechtsverträgen widerspricht, zum anderen ist er schon so, dass ja dieses Hock kriegen nur bestimmte Leute. Also das heißt, die Leute, wenn du das Hockgesetz durchlässt, steht ja auch drinnen, in dem Sinn, was da in den Heimen passiert ist und warum es das eigentlich gibt. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das unterliegen die den Völkerrechtsverträgen und sind klare verbotene Sachen gewesen. Was ich auch dazu geschickt haben beim Devolutionsantrag der Richterin ist, das Schreiben aus 1965, glaube ich, ist es in dem Sinn, wo das Justizministerium sagt, wir dürfen in die Heime keine prügeln, also die Kinder nicht prügeln. Und folgedessen ist es dann so gerannt, dass ich versucht habe, bei Gericht natürlich dort und da ein paar Sachen vorzubringen. Das ist mir nur teilweise gelungen. Die BVA in dem Sinn, bis auf das, dass jetzt den Zweizeiler da geschrieben hat, dass das sozusagen, dass ich keine Berufung gemacht habe und gescheißen, ohne darauf zu reflektieren, auf den Devolutionsantrag, weil die Kopie haben sie ja gekriegt vom Gericht. Ist schon recht interessant, dass da nichts zum Sagen gehabt habe. Das, was einem eingefallen ist, das aufgelistet hat, was gar nicht zur Sache gehört, weil es ist nur um das Hock gegangen, Berufsunfähigkeitspension und was ich sonst alles noch kriege. Okay. Ist mir dann irgendwie vorgekommen, das habe ich dann auch schriftlich niedergelegt, so nach dem Motto, schau, was der alles kriegt, auf der Art, der hat eh nur die Goschen halten. Dann ist noch interessanterweise bei Gericht auftaucht, dass ja der Klient, also die haben ja eine Rechtsvertretung gehabt, dann gegen Ende war es dann so, dass die Richterin noch gefragt hat, ob die Rechtsvertreterin von der BVA irgendwelche Fragen an mich hat, da war nichts und dann habe ich gesagt, ja, aber ich hätte noch eine Frage zum Beispiel und
habe ich dann sie angesprochen mit Rechtsanwältin, wo mir dann erklärt worden ist, na, sie ist keine Rechtsanwältin, sie ist nur Juristin. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, aber okay, soll man ja so sein. Aber die Fragestellung war eben dahingehend, dass ich sage, ja, warum hat denn die BVA auf den Antrag auf Bescheiderlassung nicht reagiert? Das kann man in dem Sinn jetzt auf der Audioaufzeichnung nicht hören oder nicht sehen. Aber die Antwort war im Prinzip nur, dass ich mit den Achseln gezuckt habe. Das habe ich schon bei anderen Verhandlungen auch erlebt, von einem Staatsanwalt und von anderen, wenn man dann Fragen stellt, du kriegst dann nur so, pf, ja eh, okay. Aber das ist die Rechtsvertretung. Ich finde es ja recht interessant, dass nicht einmal einen ausgebildeten Juristen, einen Rechtsanwärter, also einen Rechtsanwalt, so, dass ich es noch rauskriege, dass dort hingeschickt haben, dass sie das sozusagen mit einer Juristin begnügen. Gut, ich sage einmal so, ich veröffentliche das aus dem Grund jetzt, da ich ja der Meinung bin, wenn man sich das auch am Ende auch hört, dass das Urteil sowieso negativ ausgewirkt, also macht es keinen Sinn, dass in Wirklichkeit keinen Sinn, dass ich da jetzt noch warte, sondern ich mache das jetzt schon, weil so wie sie die Verhandlung angespielt habe und so wie ich persönlich, natürlich subjektive Sicht, die Richterin wahrgenommen habe, dann muss ich ehrlich sagen, pff, da erwarten wir nicht wirklich was. Aber gut, ich kann ja eines Besseren belehrt werden, abgesehen davon, wenn ich das jetzt veröffentliche, ist ja anzunehmen, jetzt schauen ja nicht nur die paar Hanseln von uns zu, weil die meisten interessiert es eh nicht. Ist schon okay, geht ja nur um die Dokumentation, dann, dass man dort vielleicht, wenn man so mutmaßlich ein Telefonat oder sonst irgendwas führt, das könnte ja passieren, nicht? So nach dem Motto, den darfst du auf gar keinen Fall recht geben oder was auch immer. Weil das natürlich, wenn wir recht kriegen, schon Konsequenzen hat. Ich habe auch ein Urteil aus dem April, was den Verdienstengang betrifft, dort vorgelegt, das ist frisch, da ist er zuerkannt worden übers Zivilgericht. Das liegt auch dort, da kriegt dann die Rechtsanwältin, also die Juristin eine Kopie, weil ich habe nur eine Kopie gemacht, ich bin auch nicht der Kopierer für die BVA, wenn sie selber schon keine Leistung bringt. In dem Sinn, jetzt ist eigentlich alles schnell in 14 Minuten erklärt. Jetzt warte ich dann nur mehr aufs Urteil und dann schauen wir, was passiert. Wie gesagt, ich erhoffe mir da nichts Besonderes. Das heißt, die nächsten rechtlichen Schritte müssen, was das betrifft, dann fallen. Fakt ist, da geht es dann in Wirklichkeit um alle und dass die Leute wirklich einen Anspruch kriegen, so wie es ihnen zusteht. Und das eine Urteil, was sie vorgelegt haben, na, da waren sie selber ein bisschen echauffiert, waren sie nicht, aber ein bisschen überrascht, das zeigt ja auf, wenn da im April der Verdienstengang zugesprochen wird, dass diese ganze Konstruktion vom Hag einfach nur verfassungswidrig ist, weil das auch nicht halten könnte, weil sonst kann ich auf der anderen Seite keinen Verdienstengang zusprechen. Gut, das war's, that's it, jetzt kommt die Audioaufzeichnung und dann haben wir's eh. Mehr gibt es dabei eh nicht zum Sagen, wenn es wieder weitergeht oder wenn ich dann das Urteil habe und so, werde ich das eh veröffentlichen. So wie immer, dass die anderen, die es noch interessiert, ein bisschen am Laufenden sind. Es ist noch nicht aller Tage Abend und sie sollen nur so weitermachen. Das geht irgendwann einmal schwer ins Auge. Wissen wir ja eh. Gut, also immer so schön brav bleiben, wie der Kaiser sagt, gell? Wenig Psychopharmaka und Alkohol, dass wir auch noch das Hosentierl finden, wenn wir Lulu gingen. Ciao, ciao. Da ich meine Pappenheimer, ob es jetzt unsere Leute sind oder andere, die nicht betroffen waren, so kennen, und wir leben ja in dem Land Österreich, fangen ja dann immer so scheiß nette Debatten an. Um dem gleich einmal vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, werden wir mal zwei Dinge erklären. Wenn du die Audioaufzeichnung hörst, und ich mache in dem Sinn da jetzt kein Geheimnis mehr draus, dann wird man feststellen, dass ich die Waisenpension kriege, und dann wird man feststellen, dass ich die Familienbeihilfe kriege. Beides ist mir nicht in die Schoß gefallen, da habe ich schon kämpfen müssen. Auf der anderen Seite hat es dann einen Richter, Ausnahmen gibt es ja immer, und auch einen Gutachter, da gibt es auch immer Ausnahmen, die dann auch zuhören und auch erkennen wollen. Das ist nicht beim ersten Mal passiert, sondern ich habe immer zwei Anläufe gebraucht und immer dagegen ausschreiben und darauf hinweisen, so und so kann das nicht sein. Das ist einmal die Grundvoraussetzung.
Die erste Grundvoraussetzung für die Familienbeihilfe ist, dass du vor der Vollendung der Volljährigkeit schon unfähig warst, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und bei der Waisenpension geht's noch weiter zurück, in dem Sinn, dass du eigentlich überhaupt nicht fähig warst, den Lebensunterhalt oder dass du überhaupt am Arbeitsmarkt wirklich Fuß fasst. So wie es halt jeder gesunde, normale Mensch halt tun würde. So, das sind einmal die Voraussetzungen. Dass ich das dann gutachterlich bestätigt habe und mit allem drum und dran, ist klar, weil sonst hätte ich das nicht kriegen. Und das eine ist, nicht so wie beim Verdiensteingang, wo wir alle, was eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, jetzt dann zuerst kommt die Caravia Grones, die schreibt von einem pränatalen Schaden, der durch nichts belegt ist, also es gibt kein einziges Gutachten weit zurück oder was auch immer, dass er irgendwann einmal einen sogenannten vorgeburtlichen Schaden gehabt hat, in dem Sinn, und der zweite, der Bangl, diese Botox-spritzende Neusiedlersee-Fliege, im Prinzip hat dann geschrieben, dass sie genetische Vererbung habe. Also der hat eine genetische Vererbung festgestellt, ohne dass ich überhaupt einen Gentest gegeben habe. Aber gut, ist in Ordnung. Darum liegt ja das bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ist ja beim Sozialgericht auch zum Herrn, dass ich das zum Besten gebe. Was dann ja nichts miteinander zu tun hat, und was sagt dann der, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Wir reden nicht aneinander vorbei. Das gehört schon zusammen. So. Und jetzt, Was tät unseren Leuten eigentlich wirklich zustehen? Erstens einmal über die Völkerrechtsverträge ist geregelt, dass der komplette Schaden so weit wie möglich gut zu machen ist. Das heißt, ich bin ja nicht der Einzige. Da gibt es ja noch hunderte andere, die von uns herumkaufen, die sich teilweise gemeldet haben und teilweise nicht gemeldet haben. Also das eine ist, wenn die Leute aus der Biografie, und das kann ich ja nachträglich nicht fälschen, da brauche ich ja nur die Sozialversicherungsauszüge beantragen bei der Krankenkasse, da steht ja drinnen, wie viel Arbeitsstunden du gehabt hast, wie lange du gearbeitet hast und dort und jenes und hin und her. Also bei mir waren es 47 Arbeitsstunden oder 46 mit so, einmal habe ich es geschafft, glaube ich in 9 Monaten oder zweimal durchgehend zu arbeiten und sonst waren es immer 2-3 Monate und dann war eh Schluss. Und die Löcher sind immer größer geworden. So, anhand dieser Tatsachen kann ich feststellen, ja, wie es den Leuten gegangen ist, und das ist ein unumstößlicher Beweis, dass da die Sachen nicht so grenzen, wie es eigentlich bei einem gesunden Menschen rennen sollen. Also eigentlich waren ja da, wenn du das über die Völkerrechtsverträge und spürst und über die Washington Vereinbarung spürst, in dem Sinn, was da alles, die auf Basis der Völkerrechtsverträge natürlich passieren, was da eigentlich alles zu machen gewesen war. In dem Sinn waren ja da die Verdienstengänge, die Leute jetzt da, abgesehen vom VOG, das jetzt gestrichen haben, wie es noch gegeben hat, weil da gibt es ja auch keine Verjährung, wie es noch gegeben hat, dass die Leute jetzt nicht nur auf Antragstellung, so wie es in dem Verfahren ist, sondern über die Völkerrechtsverträge, das war dann in den, so wie im Nationalfonds oder was auch immer jetzt da dann zu regeln gewesen, in einem eigenen Fonds, dass da die Leute die Ansprüche ja auch stellen könnten, weil sie können ja beweisen, dass das mit dem Job und durchgehend arbeiten und das nicht funktioniert hat. Also da hätten sie Ansprüche dazu haben, laut den Völkerrechtsverträgen. Das haben sie sich gespart, die ganze kriminelle Vereinigung. Und sie ist ja nicht Thema gewesen. Ja, sie wissen schon, warum. Was erstaunlich ist, wenn man wieder in Jesal als ehemaligen Richter und wer da alle involviert war. Gut. Das Pendant dazu ist, wie komme ich auf das? Das Pendant dazu ist, wenn man sich die Washingtoner Vereinbarung anschaut aus 2001, gibt es eine Deckelung bis zu 2 Millionen Dollar. Das heißt, teilweise Restatuierung, teilweise aus den finanziellen Schäden. In dem Sinn, da bei uns jetzt Häuser oder Wecker genommen oder was, wir waren ja Minderjähriger, hat es ja keine gegeben in der Form, aber da ist der Schaden in dem Sinn da entstanden, dass die Leute nicht wirklich Fuß fassen haben können mit allem drum und dran, also ist der Schaden da auch wieder gut zu machen. Steht in den Völkerrechtsverträgen genauso drin. Also das haben sie einmal vom Tisch gewischt, widerrechtlich. Das andere ist, dass die Eltern ja für die Naziheime gezahlt haben.
Also ein Teil ist vom Staat gekommen und den anderen Teil haben sie sich von den Eltern geholt, bis zur Exekution und dort und jenes und hin und her. Man braucht dann nur, wenn man Akten kriegt, hat die Regressakten auch schon. Also das heißt, die Eltern haben dafür gezahlt, dass die Kinder in die Heime verprügelt werden, dass so vertraut werden, dass nachher, wenn sie dort rauskommen, eigentlich nicht Fuß fassen können. In dem Sinn, nicht so, es hat nicht so zum Wohle des Kindes, weil das war genau das Gegenteil. Aber das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, das ist ja eh jetzt da schon bewiesen. So, das heißt ja, dass ja die Leute, also die Eltern, für etwas bezahlt haben, das ja gar nicht stattgefunden hat. Sie haben ja genau das Gegenteil gemacht. Das Pendant dazu wieder ist, wenn ich auf das komme, ist der Adolf und seine Jünger, und jetzt nehmen wir zum Beispiel Hartheim her oder die T4-Aktion, da haben sie die Leute umgebracht, die Behinderten, und haben dann den Angehörigen, den Eltern oder was auch immer noch die Rechnung für die Sargüberführung oder Aschen und Begräbnis und was ich was alles verrechnet. Im Prinzip ist er das da auch nichts anderes. Darum ist er das zu restituieren, samt die Zinsen. Weil im Prinzip sind die Kinder dort reingesteckt worden, sie haben es verbogen, bis bewusst, weil die ganze Republik, alle Verantwortlichen haben schon gewusst, wissen wir ja jetzt auch aus der Historie in dem Sinn, und für das haben die Eltern auch noch gezahlt, bis zu Gehaltsexekutionen, da waren sie gnadenlos. Das nächste, was ist, durch das, dass ja die Kinder in die Heime waren, haben sie sich ja die Familienbeihilfe auch eingesteckt. Na gut, ja, das ist ja auch in dem Sinn nachträglich den Leuten auszuzahlen. Weil das ist ja auch nicht nur, das ist ja auch ein Schaden, der entstanden ist. Weil durch das, was die dort aufgeführt haben, hat es ja überhaupt keine Berechtigung gegeben, wenn man das jetzt da weiß, dass die das Geld gekriegt haben. Weil die haben ja nichts damit gemacht. Also nicht mit dem Geld, sondern auch nicht das, was die Kinder machen hätten sollen. Und die haben ja alles das gemacht, was verboten war. Also das heißt, das war ja theoretisch auch zum Rückzahlen, also zum Auszahlen gewesen. Dass natürlich da überall Summen zusammenkommen und der Haller bespricht das ja, das habe ich ja eingestellt, bei dem Hohen Haus-Interview, wo er uns ausrichten hat lassen, die Leute, die um ihre Rechte kämpfen, haben einmal eine Verbitterungsstörung, sagt er ja auch, dass ja da sozusagen höhere Summen zusammenkommen. Na ja, klar. Na klar kommen da höhere Summen zusammen. Nicht das, als das, was sie gezahlt haben. Und das Urteil, was ich da besprochen habe von April, da ist ja ein Schadenersatz zu leisten und laut Schmerzensgeld zu leisten und laut dem Urteil auch für alle kommenden Schäden aufzukommen. Aha, okay. Na, das passiert auch bei den anderen alle nicht. Das, ich brauche nur meinen Zivilprozess betrachten, wo der Milchreim der Anwalt von der Stadt Wien hingegangen ist und in der Klagsbeantwortung ist, ist gar nichts passiert. Und das haben sie durchgelassen. Das sind dann die, wo jetzt der Babler, die Soziale, also die ja eh. Genau. Und die anderen roten Kasperl, die da drin herumrennen, von Muchitsch angefangen mit allen drum und dran, haben wir schon brav mitgewirkt beim Hag. Da waren sie sich alle einig, die Fredis. Also das heißt, das kannst du alles vergessen. Und das waren eigentlich die Ansprüche, was die Leute haben. Nicht, weil ich mir das einbild, nicht, weil ich jetzt der Mann, wir sind so ungerecht behandelt und alles ist so subjektiv oder ich habe eine Verbitterungsstörung oder sonstigen dann Scheißdreck. Das ist das, was den Leuten zusteht. Man muss diese Scheißverträge nur lesen. Man muss nur lesen, was in Wirklichkeit den Leuten zusteht und von wo das alles kommt. Und das haben sie alles nicht gemacht. Keine unabhängige Kommission und gar nichts. Keine einfach gar nichts. Und genau um das geht's. Das ist das, sie haben nichts an die Politik und nachher dann die Amteln haben eine kriminelle Organisation gebildet, um die Leute von Wien bis Vorarlberg um die Ansprüche zu bescheißen. Und wenn jetzt ein paar glauben, also Außenstehende glauben, nicht, die das eh selber erlebt haben, so nach dem Motto, ja, wir haben ja auch ein paar Watschen gekriegt mit dort und drinnen. Das mag schon sein, aber es war verboten. Auch daheim, es war verboten. Auch wenn das Gesetz gegolten hat, dass der Vater das Züchtigungsrecht gehabt hat. Aber das war illegal, das Gesetz, weil die Völkerrechtsverträge das verboten haben, Demütigungen und. Das ist ja beim Vater nichts anderes wie bei der Institution. Nur,
der österreichische Gesetzgeber zur damaligen Zeit hochbanniert an allen wichtigen Stellen mit Altnazis, die haben nichts geändert. Aber das ist ein Versäumnis der Republik und nicht ein Versäumnis von den Leuten, die es hinterlassen haben. Ah ja, okay. Und das ist ja dort und da, wenn du aufschlagst und diese Sachen zur Thematik machst, dann siehst du plötzlich, wie, ob das am Amt ist oder ob das vor Gericht ist oder jetzt in dem Sinn, wenn zuständig ist die Stadt Wien, das Land oder wer immer, wo die Zuständigkeiten halt hinfallen, wie unwillig das ist. Und von dem wollen sie alles ja nichts hören. Aber bis zum heutigen Tag brechen alle die Völkerrechtsverträge. Und eigentlich müsstest du ja wieder Strafanzeigen machen. Und alle, die jetzt noch damals waren von den Parteien, die aufgestanden sind beim Hock und diesem zugestimmt haben, in dem Sinne, und das VAG angeschafft haben, das ist ja wieder ein Völkerrechtsbruch. Weil wenn du in die Washingtoner Vereinbarung schaust, die auf den Völkerrechtsverträgen basiert und die Holocaust-Überlebenden ja vor unserer Zeit waren und da das schon gilt, dann haben die Möglichkeit, einen Verdienstentgang zu beantragen. Denen ist das auch nicht gestrichen worden. Bei uns haben sie es gemacht. Und eigentlich sind sie nichts anderes als eine kriminelle Organisation. In Wirklichkeit gehört gegen die alle eine Strafanzeige gestellt und die dürften ja zur kommenden Wahl im September gar nicht antreten. Und wenn jetzt Außenstehende meinen, im Prinzip, ja, wohin und das und jenes und hin und her und was bieten sie dir ein, immer daran denken, wenn du selber da drin bist. Oder daran denken, wenn der Opa, die Oma oder die Mutter oder was auch immer so Verfahren macht bei der BVA oder was auch immer, was sie dort erleben. Was sie dort anspielt. Weil das ist ja nur so ein Abzweiger von dem ganzen System. Die Ungerechtigkeiten mit allem drum und dran werden immer mehr. Und sie haben immer weniger Genierer, das immer mehr machen. Sogar Verwaltungsrecht außer Kraft setzen und. Und das gehört unterbunden. Und mit den Maßnahmen, die zulässig sind, das ist schon klar. Aber es gehört unterbunden. Und es betrifft mehr. Die Agenda, was die Heime betrifft, betrifft nur uns. Aber schaut euch um, ein bisschen, was in dem Land anspielt. Und da sind alle Parteien mittendrin. Und das darf man am Ende des Tages nicht vergessen. So, das war mein kleines Zusatz noch. Jetzt haben wir es wieder. Genau. Des Klägers erfüllt verlesen werden, die Bayern, alles in Ordnung? Das sind die Picks.
Ich habe eh schon ein halbes Jahr. Nein, aber ist immer gut, wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie. Nein, ich habe mein Mineralwasser da und meine Tabletten. Also wenn Sie irgendwas nehmen, Sie es raus und trinken Sie und so, das alles. Ja, nur keine Sorge, jetzt bin ich schon mal. Dann lesen wir die Beilagen an der Anzahl vom 8.8.2023 bei der Gebärte Übernahmeschein, bei der Gezieser Sendebestätigung, bei der Gedora Schreiben Justizministerium 1967, bei der E-Mail-Anleitung und Ausführung der Fragebogen und Ergänzungsblatt, bei der Friedrich Grundprinzipien und Leitlinien 18.11.2000 sowie die Beilagen Punktschrift 2. Bescheid 22.10.2023, bei der 3. Bescheid 22.12.2015, bei der 4. Bescheid 14.07.2020, bei der 5. Bescheid 21.07.2020, bei der 3. Bescheid 11.10.2017. Also festgehalten wird, dass eine Beilage Ja, ja, das haben sie geschrieben. Ja. Okay, nein, habe ich noch nicht geschrieben, aber habe ich es dazu geschrieben? Ich habe das gelesen, was sie schreiben. Sehr gut. Ja. Okay. Gut, dann machen wir mal eine kurze Einvernahme, gell? Der Kläger Robert Melzer, beispielsweise geboren am 10.01.1945. Ja. Passt, beispielsweise wohnhaft. Das ist noch die Baumgasse. Alles. 43, 24. 10, 30, Wien, genau. Das ist Ihre Wohnhaft in der Baumgasse 43-24, bei 10, 30, Wien. Pensionistinnen, gell? Sie bekommen auch. Ja. Pensionist, beispielsweise nach Leonholz, Paragraf 376, ZDO, voller unbeeidet vernommen, andocken. Das ist österreichische Staatsangehörige, sind Sie es nämlich mal an. Ja? Seit Geburt. Ich bin seit Geburt österreichische Staatsangehörige. Wir haben mit Schreiben Beilage Anton, was Sie mir vorgelegt haben. Diesen Antrag, den Sie bei der PVA über die Anpassung, den haben Sie auch mit einer Übernahmebestätigung, schön mit einer Sendebestätigung mal vorgelesen, die Beilagen Antrag bis Cäsar, und da ist auch bis dato kein Bescheid erlassen worden. Obwohl es ja die Weiterleitungspflicht gibt, also die PVA war ja verpflichtet gewesen, im Sozialministerium als Weisungsgebundene das weiterzuleiten. Das brauchen wir grundsätzlich nicht. Nein, nicht, aber auf das habe ich mich auch berufen. Es gibt ja ein Schreiben vom 8.28.23, womit ich einen Antrag bei der PVA auf Anpassung der Heimoperätten an die gesetzlichen Richtlinien des Verdienstenangang gestellt habe und auch die Übersendebestätigung und so weiter vorgelegt habe. Dieser Vorhalt der Beilagen Anton bis Cäsar, die PVA hat bis dato keinen Bescheid erlassen. Dann haben wir ab 1.6.2013 haben Sie die Berufsunfähigkeitspension, das war zuerst befristet. Genau, bis ein Jahr. 2015. Genau. Jetzt habe ich es unbefristet. Jetzt haben Sie es unbefristet. Genau. Aber die Berufsunfähigkeitspension seit 1.6.2013, das war zuerst befristet bis 31.05.2015, das ist unbefristet. Und zudem gibt es eine Waisenpension ab 25.01.2019. Und zwar nach dem Günter Podlesnik und nach dem Hildegard Bonn. Das sind meine Eltern. Ja. Ich habe eine Waisenpension nach meinen bereits verstorbenen Eltern ab 25.01.2019 und zwar nach dem verstorbenen Günter Podlesnik, das ist korrekt, und nach der verstorbenen Hildegard Bauernhakel. Okay. Und die Familienbeihilfe, die ist doch nicht angeführt? Ja, das ist okay. Ich beziehe zu dem Familienbeihilfepunkt. Das ist lieb, dass Sie mir das angeben, aber das hat. Naja, das nicht. Nein. Wir wollen ja nichts verschweigen. Nein, das passt schon. Ab 1.7.2017 kriegen Sie aber von der PVA die Heimopferrente. Genau. Also da haben Sie den Antrag damals gestellt. Ja, wie das, ist automatisch gegangen. Das ist automatisch. Ja, alle die beim Weißen Ring oder... Die kriegen Sie auch, also Sie haben eine pauschalierte Entschädigung vorher gekriegt, ne, vom Weißen Ring. Genau. Sonst kriegt man ja keine Heimopferrente, ja? Naja, Entschädigung gekriegt haben, ja? Nein, nicht unbedingt. Aber die haben es gekriegt. Ja, die habe ich gekriegt, ja. Pauschalierte Entschädigung habe ich vor der Heimopferrente bekommen. Ab 1.7.2017 beziehe ich jetzt die Heimopferrente. Okay. Und haben Sie irgendwann einmal einen Antrag nach dem VOG, einen Ansuch nach dem Ja, das ist momentan bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängig. Ich habe die Unterlagen ja mit. Ich habe eine schon Kopien gemacht. Ja, aber das, Entschuldigung, jetzt ein Ansuchen nach dem VOG. Na, ganz einfach. Das verstehe ich nicht ganz, warum das bei der Korruption, das wäre eine strafbare Handlung. Ja? Genau, so haben Sie es gemacht. Hören Sie mir mal zu. Wenn ich nach dem VOG einen Antrag stelle, dann ist der normalerweise zu stellen beim Sozialministerium. Genau. Gell? Genau. Und da gibt es diesen 15K,
den ich entnommen habe, ja, wo, das, wo da gesagt wird, das ist dann eine wird dann gewertet als Heimopferrente. Jetzt ist die Frage, ja, das sind ja unterschiedliche Bestimmungen. Ja, da muss ja nicht nur das eine erfüllt sein, sondern auch das andere. Ja. Nach diesem VOG haben Sie da schon mal einen Antrag beim, also beim Sozialministerium selbst gestellt, ja, der ist abgelehnt worden. Ja. Okay, das ist schon abgelehnt. Na, ich gebe Ihnen die Unterlagen, ich habe sie mit. Also nur die Ablehnung wäre super, ja? Na, die Ablehnung habe ich nicht mit. Naja, aber genau das wäre das Wichtige. Sie müssen jetzt erst wissen, was in dem Verfahren ausgeht, warum das bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft liegt. Ich habe, ob Sie hier straffreie Handlung angezeigt haben oder so, ist für mich völlig ist für das Verfahren, für das Recht, für die rechtliche Beurteilung irrelevant. Ja? Ich habe einen Antrag bereits beim Bundessozialministerium gestellt, nach dem Verbrechensopfergesetz, und der ist abgelehnt worden. Ja, das kann ich Ihnen ja, das, wenn ich Ihnen sage, dass Sie es abgelehnt haben, muss ich es erzählen. Ja, da brauchen Sie. Aber was haben die eingeschrieben, warum Sie es abgelehnt haben? Sehen Sie, und darum habe ich die Unterlagen für Ihnen schon als Kopie hergerichtet. Na ja, dann haben Sie es eh mit. Ja, aber nicht die Ablehnung, sondern die Gutachten, dass Sie es ja auch nachvollziehen können. Gibt es Gutachten, oder? Ja, ohne Gutachten geht beim Sozialministerium selbst nichts. Das heißt, Sie haben ein Verfahren auch geführt? Ja. Das Bundessozialministerium hat hier auch ein Verfahren geführt. Okay. Von Ihnen bei? So. Gut. Aber wieso führen die ein Verfahren? Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das beim VOG? Wenn das als Antrag nach dem VOG zu sehen ist. Das war ja vorher, bevor sie es angeschafft haben. Das war davor, also das ist ein ganz altes Verfahren. Okay. Genau. Wann war denn das Verfahren zeitmäßig ungefähr? Von 2012 bis 2019. Das Verfahren nach dem VOG war von 2012, da habe ich damals den Antrag gestellt, bis 2019. Ach, das ist ein alter Stichtag noch. Ja? Genau, weil mit 2017 haben sie es ja abgeschafft. 2017 hat es genau. Das neue gegeben. Genau. Na, neu ist es nicht. Sie haben das VOG abgeschafft. Das VOG ist schon neu gemacht. Ja, genau. Ja? Und das VOG abgeschafft. Das VOG, da haben sie den 15K reingeschrieben. Ja? Ja, das ist abgeschafft, da kannst du keinen Antrag mehr stellen. Schon, aber der wird dann als VOG-Antrag gewertet. Naja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Nein. Weil ja die Voraussetzung. Ich verstehe schon, ja, ja, aber beim VOG, das HOG ist ja nicht das Gleiche wie das VOG. Weil da beim schon, was erstens einmal die Höhe und dann, dass die Erben, in dem sind die Kinder was kriegen, das ist ja beim HOG alles angeschafft. Und da hat es ein betreffend dieses Antrags nach dem VOG, ja, nur dass man es jetzt da richtig versteht. Da hat es ein Strafverfahren gegeben. Na, das geht immer noch. Seit 4 Jahren wird das bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht beantwortet. Naja, es wird nicht bearbeitet. Naja, ich glaube, wir reden jetzt wieder aneinander vorbei. Ja? Weil ich meine nämlich, ja, nach dem 1970. Genau. Ja? Das, darf ich Ihnen das geben? Das sind die zwei Gutachten vom Kläger legt nochmal vor, ein Gutachten vom VOG-Verfahren. Welche als Beilagen, machen Sie ganz kurz, ja. Gustav und Heinrich zum Akt genommen und lesen werden, ein Punkt. Festgehalten wird, okay, und beim VOG liegt eine mehr als 6 Monate mit Freiheitsstrafe rechtswidrige vorsätzliche Verletzung von Gesundheitsschädigung, na was denn? Psychische und physische Gewalt über die Jahre hinweg sind Menschenrechtsverbrechen. Physische Gewalt über die Jahre hinweg erlitten habe, Punkt. Abgesehen davon gibt es ja vom SIDA, von der Stadt Wien, den Bericht, was in der Heime abgespielt hat, man muss ihn nur lesen. Von der Stadt Wien, den Bericht, was sich in den Heimen abgespielt hat, da braucht man das nur. Das ist, wenn man. Ich lege hier zu dem vor. Das ist der Bescheid von der Richterin über die Verfahrenshilfe. Über die Gewährung der Verfahren. Der Antrag, wie Sie in den Urteil sehen können, ist 2015 gestellt worden und 2019 beantwortet. Wenn man davon ausgeht, dass wir 6 Monate zur Antwort haben, dann hat sich das nicht erfüllt. Das heißt, ich habe überhaupt nicht zum Verwaltungsgericht gehen können, weil ich gar keinen Anwalt gehabt habe. Und beim Verwaltungsgericht ist Anwaltspflicht. Weil ich denke, naja, aber
Was aber? Da wird über einen Verfahrenshilfeantrag entschieden. Ja, aber innerhalb von 6 Monaten. Und nicht nach dem Urteil. Das ist die Antwort, die es nach dem Urteil geschickt hat. Ja, aber trotzdem haben sie dann ja, wenn das positiv sozusagen, sowohl wenn es positiv als auch wenn es negativ beantwortet ist, haben sie ja nachher Rechtsmittelfrist. Ja, dann schauen Sie mal, was gemacht hat. Revision und das ist nicht zulässig. Als Beilage wieder auf Punkt. Abgesehen davon, wenn das ist die Grundvoraussetzung, wenn wir jetzt da argumentieren, also haben wir kein VOG bekommen, das war gar nicht möglich und das ist die Grundbasis, warum das bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft liegt. Weil nämlich, wenn ich innerhalb von 6 Monaten entscheiden muss, zum Beispiel über einen Verfahrensantrag, das steht im AVG drinnen, dann hat sie das nicht getan. Okay, und sie nimmt mit damit die Verteidigungsmöglichkeiten. Das betrifft jetzt nicht das Strafverfahren, betrifft der Strafverhandlungen in den Heimen. Nein, das Strafverfahren beim anderes, ja? Das Strafverfahren bei der Verwaltungs, bei der Korruption trifft das VOG-Verfahren. Das ist in dem Verfahren nicht relevant. Das Verfahren bei der Kirusta betrifft das Verwaltungsverfahren, ja, und nicht diese Strafverhandlungen in den Heimen. Punkt. Okay, gut. Okay. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Weil an und für sich ist eine Rechtsfrage. Nein. Genau. Keine weiteren Fragen seitens Alleinrichter. Dann darf ich noch einen Beweismittelantrag einbringen. Kläger beantragt. Beweismittelantrag, Urteil aus April heuer. Nein, wo, das ist kein Beweismittelantrag, das ist eine Urkundenvorlage. Also, machen wir so. Kläger legt vor als Urkunde. Erstens zwei Seiten, die Seite 2 und 3, ich habe sie noch draufgeschrieben, sind gelb markiert. Da ist vom Oberlandesgericht 3 Leuten von uns, die genau in die Zeit einfallen, wo sie das VOG abgeschafft haben, der Verdienstentgang zugesprochen wurden. Also das heißt, es ist schon aufgehoben. Katja, das wissen Sie nicht, ganz. 1 und 2 und Alexander Damarit. Sie brauchen nur die Seite 2 und 3 lesen, gelb markiert. Da steht das genau drinnen, das Wesentliche und das andere kennen. Seite 2 und 3 das Wesentliche genau. Markiert zu haben. Punkt. Okay, dann müssen wir uns anschauen. Dieses Urteil wird als Beilage Jakob zum Akt genommen in der Gläsernachung. Gut, dann gehen wir es jetzt einmal auf die Gegenseite zur Urkundenerklärung. Ich wird heute vor den Urkundenerklärung. Ja, muss man Gelegenheit geben, dass du den Urkunden was sagst. Ja, ich habe nur eine Kopie gemacht, weil meine Ressourcen sind nicht begrenzt gegenüber der PV. Ich gebe sie weiter. Ja, gerne. Sie können sagen, ich schreibe mir ja nichts zusammen. Das ist kein Problem, wir werden es eins gerne machen. Sie können ja eine Kopie, genau, Sie können ja eine Kopie. Nein, das wird uns eins sein. Sie können eine Kopie. Sie dann sehr digital über noch machen. Nein, das machen Sie nicht. Immer noch Kopien. Oh je. Das funktioniert schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mag nicht. Echt, so wie das eigene Problem ist, auf dem Kampf sind noch Fragen an den Kläger. Also keine weiteren Fragen an den Kläger, da gibt es keinen Einwand. Aber ich hätte gerne an der Rechtsanwältin noch gefragt. Welche Rechtsanwältin? Wir haben sind Sie nicht? Sind Sie? Die ist nicht Rechtsanwältin, sie ist Vertreterin der PVA. Aber ja, aber was? Aus Recht? Ja, aber Rechts. Sie sitzen als Vertreterin der PVA. Sie sind keine Rechtsanwältin. Nein, sie muss nicht Rechtsanwältin sein. Jurist, okay, dann, aber dann habe ich eine Frage, wenn die BVA verpflichtet ist innerhalb, also die, nach der Weiterleitung. Das muss ich beurteilen. Das ist nicht ja, aber warum haben Sie das nicht gemacht? Okay, das können Sie nicht beantworten. Dann sind wir eh schnell fertig. Okay. So, Urteil kommt schriftlich, Rechtsmittelklärung kommt mit, ja, Sie lesen es sich durch, wenn Sie, es gibt auch Verfahrensanträge, schauen Sie sich das alles an. Für die nächste Instanz. Wenn irgendwo, wenn Sie dagegen vorgehen wollen und einen Anwalt bekommen, für die klagende Partei, Domen. Stimmt. Wegen einer Verfassungswidrigkeit oder sonstig. Ja, aber sie, wenn nicht ein Antrag steht, dass Sie das Gesetz vom Arbeits, dass Sie das Gesetz... Lesen Sie es durch, wenn Sie es einmal kriegen, ja? Ja, aber ich kann ja den Antrag stellen, dass Sie eine Gesetzesüberprüfung veranlassen oder nicht. Soll ich die Lesen Sie sich das die Rechtsmittel, ich habe sie nicht mal erklärt.
mit dem Erkläger, dass hier ein Urteil zugestellt wurde, wenn er nicht unbedingt einverstanden sei, die entsprechenden Rechten dass seine Berufung unmöglich sei, dass er einfach der Ansicht der Antrag, wenn er sich leisten kann, stellen könne und hier dann zwischen seinen Anwalt beraten möge, im Hinblick auf eine Berufung und auf eine etwaige Anrufung des Verfassungsgerichts zu tun. Ja? Ja, aber das. Okay. Dann ist von heute erledigt und Sie können das schon. Ist in Ordnung. Fragen Sie eben fürs Herkommen, weil ich bin in Pension, ich muss niemanden rechnen, schon voll länger. Nein, um Gottes Willen, in meiner Zeitbestätigung. Ich weiß nicht, ob Sie eine Jahreskarte oder so haben, sonst würden Sie das kosten. Unzumutbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel. Okay, wenn Sie nicht fahren wollen, dann ist es. Nein, ich fahre mit meinen eigenen Auto. Ich will ja in Stadt nicht ausnehmen. Für Kleinigkeiten. Bitte, um das geht es aber nicht, das würde Ihnen zustehen. Ich weiß, mir würde das zustehen, was wir jetzt gerade versprochen haben. Da war es schön, wenn wir ein gescheites Urteil kriegen. Ja.